Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei zurück hier bei CAN und willkommen zum SCB Worst Report. Da sind wir wieder und ja, wie man an meinem etwas ungewöhnlichen Outfit auch sehen kann, heute in einer ganz besonderen Woche, nämlich in der Invictus Launch Week. Die ist ja einmal im Jahr bei Star Citizen und ist ein ganz besonderes Event und wird uns natürlich auch gleich nochmal im Hot Topic in jedem Fall begleiten. Vorher möchte ich aber nochmal eine Ansage machen und zwar, weil sich einige Leute bei mir gemeldet haben und sich auch gewundert haben, warum es gerade insgesamt relativ wenig Content gibt und warum gerade auch der SCB Verse Report, der ja eigentlich ein wöchentliches Format ist, jetzt momentan nur so sporadisch kommt. Da kann ich nur an der Stelle sagen, mea culpa. Es liegt halt hauptsächlich daran, dass ich momentan im familiären Umzug begriffen bin und das ist eine ziemlich große Sache, weil wir uns zwar innerhalb von Berlin, das wissen ja die meisten auch schon, wo ich herkomme, also innerhalb von Berlin auch bewegen, aber trotzdem ein ganzer Familienumzug ist und das ist eine ganz schön große Geschichte, die vermutlich insgesamt noch so bis Ende Juni dauern wird. Das bedeutet also, wenn alles planmäßig funktioniert, bin ich ab Juli dann im neuen Heim und dementsprechend dann auch hoffentlich neu und besser aufgestellt, denn damit sollen auch einige technische Verbesserungen kommen, so dass ich zum Beispiel momentan einen Streaming-Rechner aufbaue, der mir dann helfen soll bei Star Citizen insgesamt die Last ein bisschen wegzunehmen von dem einen PC, sodass es dann sozusagen ein bisschen flüssiger auch im Bereich der Let's Plays laufen kann und soll. Und das gesamte Büro und ähnliches wird natürlich dadurch auch neu eingerichtet und entsprechend optimiert, sage ich jetzt mal, nach dem, was ich jetzt über Erfahrungen auch gesammelt habe. Also es wird insgesamt sicherlich danach eine Verbesserung werden und ich freue mich schon wahnsinnig darauf, im Juli wieder ein bisschen weiter und mehr loslegen zu können. Insbesondere vielleicht mit dem Ausblick, dass wir im Oktober diesen Jahres vielleicht es schaffen, wirklich mal eine Live-Begleitung, das heißt also, wo man wirklich physisch auch zusammensitzt, um die CitizenCon zu begleiten, hier bei mir dann aufnehmen kann in meinem Studio-Büro. Also gucken wir mal, aber auf jeden Fall das als Erklärung, warum es jetzt gerade bis zum Sommer alles immer ein bisschen sporadisch und ein bisschen schleppend kommen kann, warum wir jetzt auch keine große Zeit haben, möglich viele andere Formate zu produzieren, wo ich jetzt zumindest mit involviert bin und dementsprechend also einfach mal als Erklärung und ja, auch als nochmal Dank für die netten Nachfragen, weil ich finde es immer total toll, wenn die Leute einfach freundlich fragen, so sag mal, was ist denn los, denn das bedeutet ja, da ist ein großes Interesse da und das ja, finde ich natürlich eine ganz, ganz schöne Sache. Also danke dafür und das jetzt nur mal als allgemeine Erklärung. So, und jetzt gehen wir weiter und gucken uns mal direkt das Hot Topic an, denn es geht ja hier, wie schon angekündigt, um die Invictus Launch Week 2953. Die läuft jetzt noch bis zum 30. Mai. Das bedeutet also, bis kommenden Dienstag habt ihr noch die Möglichkeit, die ganzen Events und Annehmlichkeiten rund um die Invictus Launch Week zu besuchen. Ein In-Game-Event, was einmal im Jahr stattfindet und dieses Jahr ist die Hauptveranstaltung auf Arkorb. Und das bedeutet, Area 18 wäre euer Ziel und von dort aus müsst ihr dann im Endeffekt aufmerksam mal den Schildern folgen, sodass ihr dort bei Convention Center ankommt und euch entsprechend die Ausstellungen anguckt. Die Ausstellungen, wie hier auch auf der Website dazu schon gesehen, wechseln eben mit den entsprechenden Tagen. Das bedeutet, es gibt jedes Mal ein etwas anderes Programm, weil jemand anderes sozusagen dann auch die entsprechenden Ausstellungen dann mit seinen Fahrzeugen und mit seinen Schiffen ausstattet. Und was sozusagen genau dran ist und wann dran ist, das findet ihr hier dann entsprechend hier auf der Website. Wie gesagt, also wir haben jetzt zum Beispiel 25. und 26. Sind Robert Space Industries da und damit dann auch natürlich die Neuigkeiten, die von RSI und mit RSI hier rübergekommen sind. Kommen wir gleich noch dazu, das gucken wir uns dann genauer während der Besprechung im Broadcast Report von Inside Star Citizen und dann auch nochmal unter den Ship News an. Genau, und neben der Ausstellung auf Arkorb, die eben wechselt, wir haben also noch Origin Jumpworks vor uns, Consolidated Outland und Argo Astronautics. Und neben dieser Ausstellung, die immer wieder wechselt, könnt ihr außerdem die Flotte beobachten, denn wir haben wieder eine UEE Militärflotte, die durchs System zieht und nach sozusagen bestimmten, nach einem bestimmten Flugplan überall in den großen vier Skyports dann Halt macht und dort auch zur Besichtigung freigegeben ist. Das heißt, eine der Javelins könnt ihr euch dort ansehen, könnt dort drüber gehen und wenn ihr einen guten Server erwischt und Glück habt, könnt ihr sogar die Erklärungen
der Crew mit erhören. Das heißt, dann funktionieren auch die NPCs und die erzählen euch dann ein bisschen was über das Schiff selbst. Selbstverständlich allerdings an der Stelle natürlich noch auf Englisch. Und es muss wirklich ein guter Server sein, denn bei vielen stehen sie auch eben nur auf Bänken rum oder sagen gar nichts oder bewegen die Lippen und die Augenbrauen und sonst passiert eigentlich nichts. Also von daher kann funktionieren, muss aber nicht momentan. Ihr könnt euch es auf jeden Fall aber angucken. Rund um dieses Flottenmanöver, was auch immer gerne mit Feuerwerk begleitet wird und wo eigentlich auch ein Bengal Carrier dabei sein soll, den habe ich allerdings bisher noch nicht sehen können. Also ihr könnt euch gerne in die Kommentare schreiben, ob es den überhaupt gibt. Denn bisher habe ich immer nur gesehen, dass der irgendwie, dass die Tour von dem beendet ist. Es kann sein, dass sie den gerade nicht mit drin haben. Was wir aber dafür gestern gesehen haben, waren zwei Javelins. Wobei eine davon nur begehbar war. Aber es waren immerhin zwei da. Es gab schöne Screenshots, wie die Flotte da angelegt hat. Also von daher, könnt ihr also selber nochmal herausfinden. Ist aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Event. Und eben begleitet die Ausstellung, die selbst ihr Zentrum auf Arcorp hat. In dieser Ausstellung, auch noch ganz wichtig, könnt ihr Schiffe mieten. Das heißt, was auch immer dort gerade ausgestellt ist, welcher Hersteller oder welche Hersteller da auch immer gerade präsent sind, die Schiffe und Fahrzeuge, die ihr dort findet, könnt ihr kostenlos mieten und habt sie dann für einen Zeitraum von 48 Stunden zur Verfügung, sodass ihr sie ausgiebig testen könnt. Und das geht natürlich auch einher mit den jeweiligen Sales, denn alles, was einmal ausgestellt wurde jetzt während der Messe, ist dann auch auf der RSI-Seite im Sale und dementsprechend auch zum Pledge-Kauf verfügbar. Und das auch für die Fahrzeuge, gilt auch für die Fahrzeuge und Raumschiffe, die eben schon vorbei sind. Also das heißt jetzt auch Tumbril Land Systems, was jetzt schon vorbei ist, ist jetzt aktuell im Sale bis zum Ende. Und wie gesagt, das Ende der Messe ist am 30. Mai. Außerdem gibt es darum ein Freefly-Event. Das heißt, auch hier bietet sich wieder die Möglichkeit, neuen Leuten Zugang zu gewähren. Ich habe das tatsächlich auch diesmal ziemlich aktiv gemacht und habe Leuten sogar Accounts selbst eingerichtet, sozusagen, einfach zur Verfügung gestellt, sodass sie die Möglichkeit haben, jetzt einfach die Woche mal ein bisschen zu testen und man gemeinsam einfach so ein bisschen ins Spiel gehen kann. Ist im Grunde genommen eine sehr angenehme Sache und vor allem natürlich insofern sehr schön, weil hier mal die Möglichkeit besteht, auch eine Menge Fahrzeuge und Raumschiffe zu fliegen, die sonst nicht verfügbar sind oder eben sonst nur zur Intergalactic Aerospace Expo verfügbar sind, die dann ja im November traditionell stattfindet. Also insofern ist es als Event eigentlich ein sehr, sehr schönes Ding. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Alpha 3.19 nach wie vor so ihre Kinderkrankheiten hat und man also alle Leute, mit denen man ins Spiel geht oder die man auch gerne da mitnehmen möchte, darauf vorbereiten sollte, dass es sich eben wirklich hier eindeutig um eine Alpha-Version handelt, dass es noch einige Bugs und Glitches gibt, die einem Schwierigkeiten bereiten können. Wir haben festgestellt, dass über den Verlauf der Messe jetzt und über den Freefly die insgesamte Performance ein bisschen stabiler geworden ist und man zumindest keine großen Gamebreaker erlebt jetzt. Also ich hatte gestern am Donnerstag im Let's Play eigentlich eine sehr gute Zeit im Verse und auch am Montag und am vergangenen Sonntag, als ich persönlich einfach drin war, hat es gut funktioniert, so dass es auf jeden Fall spielbar war. Es gibt nach wie vor sehr große Lags zum Teil, die das Spiel für einen kurzen Moment komplett einfrieren lassen, wenn der Server irgendwie was neu berechnen muss. Das Inventory-System kann nach wie vor immer noch gerne kaputt gehen oder gar nicht auftauchen und vor allem, was das Hauptproblem ist, ihr werdet hin und wieder feststellen, dass ihr keine Schiffe claimen oder insgesamt rufen könnt. Das bedeutet, wenn ihr euch in einer Landezone befindet, wie zum Beispiel Arcorp und ihr wollt weg, dann merkt ihr, dass einfach die Terminals nicht reagieren, dass gar nichts passiert. Dann müsst ihr den Server wechseln, am besten dazu noch die Region wechseln, also von EU auf USA, von USA auf Australien oder was auch immer und gucken, dass ihr wirklich in einem neuen Server landet und dann habt ihr manchmal Erfolg bzw. in der Regel irgendwann klappt es dann und man findet einen wirklich frischen oder frischeren Server und hat die Möglichkeit, eben dann doch Fahrzeuge oder Schiffe zu holen. Bei uns gestern zum Beispiel war es beim zweiten Versuch dann so, also in dem Moment, wo wir einmal den Server gewechselt hatten, beim zweiten Mal ging es dann. Also das kann euch allerdings passieren und darauf solltet ihr auch neue Leute, die jetzt im Freefly mit euch unterwegs sind, vorbereiten, dass eben solche Dinge einfach sein können zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, so viel also zu unserem Hot Topic. Genießt also die Invictus Flight Week jetzt noch bis zum 30. Mai, bis kommenden Dienstag. Gibt also noch viel Zeit und auch noch viele Möglichkeiten, das Ganze auszuprobieren und zu genießen. Und insbesondere kann ich euch wirklich sagen, schaut euch die Flotte an. Das sind Sachen, die sieht man nicht jederzeit bei Star Citizen, sondern die sind wirklich nur einmal im Jahr so in dieser Art verfügbar. Und vor allem auch so in Ruhe und ohne, dass man in
Form eines Xeno-Threat-Events und unter Feindfeuer steht, egal von welcher Seite nun. Aber auf jeden Fall ist es hier ein ganz entspanntes Angucken und man kann der ganzen Sache wirklich auch mal einiges abgewinnen. So viel dazu und wir gucken jetzt weiter in unseren Broadcast-Report und da geht es natürlich um Inside Star Citizen und Inside Star Citizen hatte diesmal den schönen Titel Storm Warning, was sich natürlich auf einen der neuen Releases bezieht, nämlich den Tumbril Storm. Da kommen wir aber gleich nochmal zu, das gucken wir uns gleich in Ruhe nochmal an. Die ganze Folge begann jetzt erstmal mit einem weiteren Release. Ich sage jetzt mit Absicht nicht neuem Release, weil letztendlich neues Fahrzeug war es nicht, sondern hier ging es um den Lynx Rover von RSI, der natürlich entsprechend auch zum RSI-Tag eben gekommen ist. Und dieser Lynx Rover ist etwas, was wir schon seit einer ganzen Weile kennen, eigentlich zumindest, sagen wir, angekündigt oder dass es dieses Fahrzeug geben wird. Ist das Ding schon seit 2014, ja, das bedeutet also 9 Jahre seit der Constellation Phoenix, seit es die sozusagen gibt, ist dieses Ding sozusagen schon irgendwo im Hinterkopf vorhanden, aber jetzt erst ist es dann ins Spiel gekommen. Und damit habe ich im Endeffekt einen wichtigen Punkt schon vorweggenommen, denn das ist sozusagen das Begleitfahrzeug, was dediziert bei der Constellation Phoenix dabei ist, was natürlich jetzt aber auch einzeln erworben werden kann, also wo man sich jetzt auch einzeln sozusagen drum bemühen kann, wenn man das möchte und was auch in nicht allzu ferner Zukunft sicherlich auch im Verse in-game auch erwerbbar sein wird. Ja, und im Endeffekt ist es sozusagen der luxuriöse Bruder vom Urza Rover, der ja auch von RSI ist. Wir erinnern uns, der Urza Rover, das klassische Fahrzeug mit der Constellation-Serie ansonsten, also insbesondere mit der Constellation Andromeda zum Beispiel. Und eigentlich ja im Endeffekt so ein klassisches Mondfahrzeug, wenn man so will. Ja, und der Lynx Rover ist, wie man seinem Design auch schon ansieht, eben deutlich mehr dem Stil der Phoenix angepasst. Das heißt, hier geht es um Luxustransport und Luxuspersonentransport, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Denn was hier nicht groß transportiert werden kann oder soll, ist irgendwie Ladung und Fracht, sondern hier geht es darum, dass im Endeffekt 2 Leute sehr luxuriös in der Mitte sozusagen auf der einen Seite Champagner trinken und auf der anderen Seite ihre Börsenkurse kontrollieren können und gleichzeitig sozusagen ein bisschen Exploring machen oder so. Es ist halt ein schwierig zu klassifizierendes Fahrzeug, weil es einfach ein Luxusfahrzeug ist, was für einen sehr speziellen, sehr, sagen wir mal, engen Zweck gedacht ist, nämlich, dass man in der Situation ist, dass man es angenehm und luxuriös haben will, aber auch nur maximal zu viert, also mal Pilot, Co-Pilot und die beiden, die eben hinten luxuriös sitzen. Und gleichzeitig aber eine Art Mondfahrzeug braucht. Also irgendwo in der Wildnis unterwegs ist oder irgend sowieso. Also vielleicht, wenn so große Manager irgendwie ihre Mondmining-Außenposten besuchen, könnte ich mir den vorstellen. Oder so. Ihr merkt schon, also es ist ein bisschen schwierig, also der Urza Rover ist halt, ne, Multipurpose, genauso wie die Constellation an sich im Endeffekt, kannst du für alles irgendwie benutzen, kannst du Fracht reinstellen, kannst du Leute reinstellen, kannst was auch immer damit tun, in Zukunft vielleicht irgendwie sogar noch irgendwelche Fahrzeuge ziehen oder sonst irgendwas. Der Lynx Rover ist halt ein Luxusfahrzeug und er ist dementsprechend einfach auch darauf ausgelegt, dass eben 2 Leute es sehr, sehr bequem haben da hinten drin, aber er ist nach wie vor eben eine Art Rover. Oder er ist ein Rover, das bedeutet eben, er ist jetzt nicht für den üblichen Straßenverkehr gedacht, quasi wenn dann später irgendwann mal Straßen kommen und ist auch keine Limousine in dem Sinne, sondern er ist eben einfach eine Art Exploring-Fahrzeug, was eben sehr, ja, na gut. Anyway, also in jedem Fall ist er jetzt im Spiel vorhanden und man kann ihn natürlich jetzt auch auf der Pledge-Seite selbst holen. Wir gucken da gleich auf die Pledge-Seite auch nochmal im Bereich der Ship-News, aber auf jeden Fall die Leute, die eine Constellation Phoenix haben, werden jetzt den Urza Rover da ersetzt bekommen, also sozusagen den Urza Rover ersetzt bekommen durch den Lynx Rover und alle anderen können sich überlegen, ob sie vielleicht es spannend finden, dieses Gefährt zu besitzen. Was er noch als Eigenschaften hat, ist, dass er eben ein bisschen schneller ist, ein bisschen agiler
als der Ursa Rover selbst, aber dafür eben nicht so widerstandsfähig. Und die Developer sagen, sie sind vor allem gespannt, wie der sich in Rennen wie zum Beispiel der Daymar Rally, die ja einmal im Jahr im Januar stattfindet, von der Community organisiert, wie er sich da schlägt. Ob es zum Beispiel dann der Geschwindigkeits- und Agilitätsvorteil ist, der ihn doch wirklich attraktiv macht, aber wo man dann eben merkt, es geht, ist bei einer Rally ist es eben auch über sehr viel, sehr raues Terrain, und es kann eben auch sein, dass man da vielleicht besser fährt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man den Ursa Rover nimmt. Das wird sich in Zukunft zeigen, sicherlich nächstes Jahr, und das kann man sich dann angucken, denn sollte sich der Lynx Rover da sehr gut schlagen, dann hat man zumindest eine Art, sehr angenehme Art zu reisen für so eine Rallye, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Also gut, so viel dazu, und das war so der erste Teil, der vorgestellt wurde, und wie gesagt, der Lynx selber ist eben, naja, wirklich eine Geschmacksfrage, muss man sich selber fragen, ob es eben das richtige Fahrzeug für einen ist. Ich denke, für die meisten und den Großteil der Citizens da draußen wird er eher weniger von Interesse sein. Aber gut, wie gesagt, angekündigt ist er sowieso schon gewesen. Und dementsprechend also sind wir froh, dass wir ihn jetzt bekommen haben. So, jetzt gibt es aber noch etwas für die Fighting-Fans unter euch. Denn neben diesem Lynx Rover wurde auch ein neuer Concept-Sale präsentiert. Und das ist das, was dem der Episode den Namen gegeben hat, nämlich der Tumbril Storm. Und der Tumbril Storm wird selbst klassifiziert als Assault Vehicle und / Panzer. Das bedeutet also, es geht hier hauptsächlich um einen Sturmpanzer, könnte man sagen. Oder ich persönlich glaube, ich, so wie ich es auch aus dem Video jetzt mitgeschnitten habe, finde eigentlich die Bezeichnung Aufklärungspanzer an der Stelle wahrscheinlich am passendsten, weil das ist auch mit ein Zweck davon. Es geht also um bei diesem einsitzigen, schwer gepanzerten Kettenfahrzeug darum, dass man sehr agil und relativ schnell in zum Beispiel feindliches Territorium vordringt oder unbekanntes Territorium vordringt und dort sozusagen erstmal eine Art Brückenkopf einrichtet, dann letztendlich auch Aufklärungsergebnisse liefert und dann sozusagen so lange die Stellung halten kann, bis die großen, schwereren dann Brüder und Schwestern von Tumbril kommen, und das sind ja dann die Novatonks. Und dementsprechend also ist es ja so eine Art im Line-Up, so eine Art Vervollständigung der Panzerwaffe, wenn man so will. Es geht eben sozusagen darum, eine Alternative zu bieten, eine etwas leichtere, etwas, sagen wir mal, flexiblere und schnellere Variante vom Novatonk. Allerdings dafür eben nicht so stark gepanzert wie der Nova und vor allem nicht so stark bewaffnet, weil wir haben hier auf dem Ding drauf eine eigens gefertigte Waffe. Ja, also es ist sozusagen wieder wie bei dem Nova selbst, ist es sozusagen hier auch wieder eine Waffe, die sozusagen nur dafür und für den Tumbril Storm sozusagen gebaut wurde. Aber es ist eben nur in Anführungszeichen eine Size 3 Laserwaffe. Hier extra wurde laut auch dem Videosegment hier von Inside Star Citizen wurde darauf geachtet, dass es sich eben hier nicht um eine ballistische Waffe handelt, sondern dass es sich hier um eine Laserwaffe handelt, die in einem Remote Turret ist, weil damit eben eine längere Unabhängigkeit von dem Gefährt ermöglicht werden soll. Also es geht auch hier darum, dass es eine Specific Weapon ist. Das bedeutet auch, wir werden sie in Zukunft vermutlich nicht austauschen können, ähnlich wie die Nova kennen, es sei denn, es gibt jetzt wirklich noch ganz andere Varianten von komplett dieser speziellen Waffe. Aber ich glaube, das wird dann eher so eine Geschichte der Spieler und der Blueprints sein, dass man eben die Waffen nimmt, einmal quasi durch den Collider jagt in der Endeavor und dann irgendwie halt eine verbesserte, veränderte Variante davon produziert. Aber nicht so sehr, dass man jetzt sozusagen da einfach eine andere Size-3-Waffe raufstecken kann. Das wird nicht gehen. Also dementsprechend wird man also nur, hat man diese Waffe da eben dran. Sie ist von Hurston Dynamics gebaut und eben, wie gesagt, eine Energiewaffe. Also gucken wir mal, ob es eher so in die Art Repeater oder eben Cannon geht. Schauen wir mal, sie ist zumindest zweiläufig. Und ja, von dort aus geht es dann sozusagen einfach weiter, dass man sagt, okay, es gibt einfach nur das Cockpit für einen Piloten und dann eben diese Waffe da drauf und ansonsten halt einen Haufen Panzerung. Und das Ganze eben mit sehr, sagen wir mal, geländegängigen Ketten versehen, soll sozusagen dazu führen, dass wir hier eben eine Art Vorstoß- oder Aufklärungspanzer haben. Und das ist sicherlich an der Stelle für viele Leute ganz interessant. Ich
selbst bin mir noch nicht so richtig sicher, weil für mich persönlich, wenn man sich auch den Größenvergleich angeht, denn der Tonk von Nova, also von Tumbril, der Nova Tonk, ist halt höher, ne? Aber er ist tatsächlich sogar ein Stück schmaler. Also er ist das Ding hier hat eine Breite von 7,5 Metern und der Novatonk hat 7 Meter. Also es bedeutet also der Storm ist ein Stück breiter sogar. Das wird bei den Transportmöglichkeiten nicht so sehr ins Gewicht fallen. Das bedeutet also, der wird trotzdem in den Starlifter reinpassen. Sieht man ja auch auf den Konzeptzeichnungen und ähnliches. Aber er ist halt sozusagen im Endeffekt fast genauso lang, nicht ganz, ein bisschen kürzer, aber er ist breiter, beziehungsweise genauso breit. Und das bedeutet eben, finde ich, für ein Aufklärungsfahrzeug oder sagen wir mal einen verhältnismäßig leichten Panzer, ist mir das zu groß, ehrlich gesagt. Also ich finde, wenn ich so an die, sagen wir mal, luftlandefähigen Panzer oder sowas denke, sowas, was ich eher so in diesem Bereich sehen würde, finde ich, ist er zu massiv. Aber ich habe auch wirklich nur bisher die Konzeptzeichnung gesehen. Ich habe bisher nur die Ahnung von dem, was in der Broschüre und in den bisherigen Berichten dazu steht. Das bedeutet, im Endeffekt muss man es ausprobieren. Und deshalb ist er letztendlich auch bei mir im Hangar gelandet. Für den Fall, dass ich sage, ey, das ist es doch. Total cooles Ding. Was ich total glaube und wo ich fest von überzeugt bin persönlich, ist, dass es eine riesen Gaudi machen wird, das Ding zu fahren. Also ich glaube, das wird richtig einfach Spaß machen. Mit dem Ding wirklich so, ne, Knüppel auf den Tisch und übers Gelände heizen. Das kann ich mir total gut vorstellen. Ich weiß nur nicht, ob es dann wirklich operativ sinnvoll ist am Ende. Aber das gucken wir uns an und das könnt ihr natürlich auch selber entscheiden. Jedenfalls wird im Designprozess sehr, sehr viel davon gesprochen, dass sie eben ein sehr geländegängiges Fahrzeug haben wollen, dass sie von ihrem gesamten Design eher in die Richtung Anime gehen wollten, als in die Richtung klassischer Panzer. Und den klassischen Panzer haben sie ja mit dem Nova Tonk mehr oder weniger abgedeckt. Und jetzt wollten sie halt etwas machen, was ein bisschen Sci-Fi-mäßiger ist, ein bisschen moderner wirkt und aussieht, als jetzt das klassische Panzer-Design. Und ich persönlich bin gespannt. Ich hätte es zum Beispiel cool gefunden, wenn man noch Leute hätte mitnehmen können in dem Ding. Also einen kleinen Stoßtrupp oder sowas hinten drin. So ein bisschen mehr APC. Ich meine, wir haben den Spartan und so, ich weiß. Aber oder zumindest mehr Waffen oder ähnliches dabei. Ich bin mal gespannt, wie er sich am Ende im Spiel macht. Wir werden es auf jeden Fall testen, das kann ich schon mal sagen. Und diese ganze Folge hat sich im Endeffekt jetzt um diese beiden Fahrzeuge gedreht und hat das Ganze so ein bisschen erklärt und und nochmal so ein bisschen auch beleuchtet. Von dort aus gehen wir dann direkt schon weiter und gucken uns mal direkt an, was wir so in unseren Ship News für euch haben, denn da geht es ja auch dann nochmal in den Ship News um die Neuigkeiten, die wir hier haben. Aber erstmal noch nicht um den Lynx und auch noch nicht um den Storm, sondern hier geht es jetzt um die Mirai Fury. Und wir haben also jetzt einen neuen, sagen wir mal, eine neue Branch, ein neues Label von einem bekannten Hersteller erhalten, das heißt MISC, was ja allgemein bekannt ist für eben das Line-Up hier im Bereich der Industrieschiffe, die Starfarer und so weiter, ne? Endeavour und so. Die haben jetzt ein Label gegründet, ein Sublabel könnte man sagen, was sich um die Schiffe kümmert, die eben nicht in dieses industrielle Line-Up passen. Und darum wurde zum Beispiel auch die MISC Razor, das Racing-Schiff, hier zu Mirai verschoben. Und so hat Mirai jetzt ein neues Schiff herausgebracht, gerade jetzt erschienen mit der Invictus Launch Week. Und es ist mit der Invictus Launch Week erschienen, weil es sich um ein Kampfschiff handelt, nämlich die Fury in zwei Varianten. Und die Fury ist sozusagen jetzt der TIE Fighter von Star Citizen, könnte man sagen. Denn im Endeffekt ist es nichts anderes als Cockpit, Antrieb und Waffen. Der einzige Vorteil, den es auf jeden Fall hat gegenüber einem TIE Fighter, ist, dass es einen Schildgenerator hat. Gegenüber einem klassischen TIE Fighter, möchte ich an dieser Stelle schon nochmal sagen. Denn alle Star Wars Fans wollten schon fast aufschreien und böse Leserbriefe schreiben, weil es natürlich inzwischen viele, viele Varianten von TIE Fightern gibt im Star Wars Kanon und einige davon sogar Schildgeneratoren selbst haben. Also, das ist einer davon. Wir haben hier also im Endeffekt ein Schiff, was ein Einsitzer ist, relativ stark bewaffnet, verhältnismäßig, zumindest in der ursprünglichen Fury-Variante.
einfach ein reines kleines Kampfschiff ist. Mit dem Hintergrund, dass es eben auch sich zusammenfalten kann, also dass sozusagen ne, von den großen ausgefalteten Flügeln es zu einer relativ kleinen Silhouette sich falten kann, wenn es in den Landemodus geht und damit eben auch wirklich sehr viel an vielen Stellen irgendwie in die Ecke passen wird. Also das bedeutet, viele Leute haben schon die Idee, es zum Beispiel in ihre Odyssey reinzuladen später. Oder eben selbst vielleicht zu gucken, ob man sogar irgendwie in entsprechende Begleitschiffe von Tankschiffen reinkriegt, sodass man die eigene Flotte damit schnell und effizient beschützen kann. Es gehen die Spekulationen hoch, wie viele man davon in eine Liberator oder auf eine Liberator raufballern kann, sodass das Ding quasi wie eine Art Heuschreckenschwarm TIE Fighter ausspielt. Spucken kann. Verzeihung, Mirai Furies. Aber ihr versteht, was ich meine. Also es geht hier wirklich um ein Schiff, was sehr klein, sehr kompakt und sehr wendig und schnell, momentan wahnsinnig schnell. Also ich denke, das wird noch ein bisschen genervt werden, aber hier das Ding kriegt locker eine Höchstgeschwindigkeit von 1100 Meter pro Sekunde hin. Also das Ding ist wirklich fix. Und ich meine, gut, es besteht auch nur aus Cockpit, Waffen und Triebwerken. Also von daher, was soll da sein? Aber nichtsdestotrotz eben momentan eben sehr, sehr fix, wenn man wirklich alles gibt. Und ja, ansonsten relativ stark bewaffnet mit 4 Size 2 Laserwaffen an den Seiten und 4 Size 2 Missiles in der Ursprungsvariante. Es gibt allerdings 2 davon. Ihr seht schon, also hier sind sozusagen ne, die großen Waffen dran montiert an der Seite und hier oben sind dann entsprechend an den Flügeln eben auch die Raketen. Und ja, viel mehr ist auch nicht dran an dem Teil. Also man muss wirklich auch sagen, es ist ein sehr reduziertes Design und ich persönlich denke, dass die wirklich auch ihre Liebhaber finden wird. Ich persönlich mag es jetzt nicht so, aber das hängt wirklich auch mehr wirklich dann einfach damit zusammen, dass ich sage, das ist einfach eine Designfrage und eine Geschmacksfrage. Würde ich selber fliegen oder nicht? Ich persönlich würde mich nicht reinsetzen, aber das liegt wirklich nur daran, dass es einfach ein Geschmacksding ist. Ich finde, von der Effizienz her und vom Aufbau her ist das Teil wirklich cool. Allerdings gibt es davon auch noch eine zweite Variante. Also ihr seht ja hier sozusagen die ursprüngliche mit den entsprechenden 4 Size 2 Waffen dran. Und jetzt gibt es noch eine andere Variante und zwar ist das dann die Fury MX. Die sieht ähnlich aus, ist im Endeffekt ja wie gesagt nur eine Variante davon. Sie hat eine Sache anders, auf jeden Fall im Aufbau auch, was die ursprüngliche Fury nicht hat, und zwar ein Blast Shield, was ich in der Mitte drüber fahren kann. Also ihr seht ja, hier hinter ist eigentlich das Cockpit und hier wird eben so ein Blast Shield. Das kann man eben ein- und ausfahren, geht auch jetzt bei den flugbereiten Schiffen. Wenn man sich mal die MX anguckt, dann kann man das selbst sozusagen auch steuern. Dieses ganze Ding sozusagen kann dann über das Cockpit gefahren werden und dann sieht man halt wirklich in der Cockpit-Sicht in Bildschirmen. Ne? Das heißt, also man hat dann sozusagen hier nicht mehr die Glaskuppel, sondern man hat, zack, jetzt sieht man es auch, wie es rübergefahren ist. Man hat sozusagen dann hier ein bisschen ähnlich wie bei der Talon oder den anderen Tevarin-Schiffen eben dann sozusagen einen Bildschirm, wo man dann gucken kann, was da draußen passiert. Warum sie dieses Ding nur bei der MX angebaut haben, kann ich nur spekulieren. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich nicht weiß, ob sie vielleicht im Q&A beantwortet haben, die Frage. Aber ich kann nur spekulieren, dass es irgendwie als Schutz gedacht ist, als physischer Schutz gegen Explosionen. Denn die MX selbst ist nur mit Raketen bewaffnet. Das heißt, wir haben hier nicht mehr die 4 Size 2 Repeater-Waffen dran, sondern wir haben eine ja, äußerst hohe Raketenlast, nämlich 12 Size 2 Raketen und 8 Size 1 Raketen. Also das Ding spuckt sozusagen Flugkörper aus allen möglichen Ecken und Enden, wo es auch nur geht. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie sozusagen rein, sagen wir mal, logisch gesagt hat, deshalb hat sie eben dieses Blast Shield, um eben zu gucken, dass wenn die Raketen auf sehr kurze Reichweite explodieren, dass es sozusagen so ein bisschen vor Splittern geschützt ist oder so, die letztendlich im Spiel natürlich technisch rein überhaupt noch keinen Effekt haben und wo man sagen würde, da hat auch das Blast Shield als Panzerung hat noch keinen Effekt. Aber das kann ja später noch kommen. Also im Endeffekt dann, wenn die Schiffspanzerung eingebaut wird, kann es ja sein, dass das dann irgendwie noch einen Effekt hat.
Was ich doof finde, ist, dass sie es bei der normalen Fury nicht haben. Also, weil das finde ich eigentlich ein ganz geiles Feature und das würde dem Schiff, das Schiff auch noch mal ein bisschen aufwerten. Und die MX-Variante mit ihren reinen Raketen, ich bin gespannt, wie sich das weiter auskleidet, aber ich kann an der Stelle nur sagen, bisher ist unsere Erfahrung, dass die reinen Raketenschiffe eigentlich nicht sehr effizient sind. Liegt mit daran, dass die Raketen oft nicht funktionieren, dass es eben manchmal wirklich ein Wabonspiel ist, ob so ein Ding überhaupt irgendeinen Schaden macht. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass Raketen relativ teuer sind auch zu ersetzen. Das bedeutet also, man muss immer ein bisschen extra Budget einplanen, wenn man so ein reines Raketenboot hat, weil wenn man die alle einmal verschießt, ist man ein Arm und ein Bein los an Kosten, denn die sind relativ teuer natürlich zu ersetzen. Im Vergleich, sagen wir mal, zu einfach sei es zwei Laser-Repeatern oder ähnlichem, die einfach dranbleiben und eben feuern. Ne, also muss man sich überlegen, ist meiner Meinung nach auch wirklich eher ein Liebhaberstück. Ich persönlich denke, dass der große Hit oder das, was die meisten Leute haben wollen, eben auch die Fury an sich sein wird. Jetzt aktuell ist sie im Sale und das heißt im Flight Ready Release Sale, bedeutet also, dass sie bereits im Spiel verfügbar ist. Wenn ihr sie jetzt kauft, habt ihr sie direkt im Hangar und ihr könnt sie natürlich auch, wenn sich gegen Ende der Messe nochmal die Möglichkeit bietet, sie während der Invictus Launch Week ausleihen. Ansonsten findet ihr bestimmt in der Community Leute, die sie euch auch testen lassen, wo ihr ausprobieren könnt, ob das was für euch ist und ob ihr die mögt. Und dann gibt es natürlich verschiedene Angebote dazu, zusammen zum Beispiel, ne, mit beide Varianten in einem Paket oder 2x2. Viererpaket oder das Ganze als, ja, ganze Formation, wenn man das Ganze haben möchte. Quasi eine ganze Schwadron davon. Dazu dann eben das Ganze auch nochmal in einer Nicht-Warbond-Version, das heißt mit Store-Credits. Das Interessante an der Warbond-Version ist momentan eben, dass sie aktuell ausgestattet ist mit Lifetime Insurance. Und die andere Version, das heißt, wenn man es mit Credits bezahlt oder als Upgrade nimmt, hat immerhin eine 10-Jahres-Versicherung dabei. Also, was ja auch viel quasi schon gleichbedeutend sein kann mit Lifetime Insurance. Für viele Spieler macht das keinen großen Unterschied. Und dementsprechend also habt ihr hier sozusagen hier die Möglichkeit, sie in den Varianten zu holen. Und dann gibt es natürlich wie immer in letzter Zeit auch nochmal Paints dazu, die ihr euch entsprechend selber holen könnt, wenn ihr sie anders ausstatten möchtet. Das also zur Mirai Fury. Jetzt, wie gesagt, gerade im Spiel angekommen und jetzt auch dann als Sale auf der Seite verfügbar. Und das Ganze natürlich auf jeden Fall mindestens so lange, wie die Invictus Launch Week läuft, aber in der Regel laufen Konzept-Sales auch noch ein kleines Stückchen weiter als das. Genau, und dann gehen wir von hier aus nochmal und werfen einen kleinen Blick auf die Seiten des Rovers und des Tumble Storm. Wie gesagt, der Lynx Rover, jetzt nur mal kurz erwähnt, ist jetzt natürlich auch verfügbar. Könnt ihr euch auf der RSI-Seite angucken und natürlich könnt ihr ihn hier auch erwerben. Das bedeutet, hier habt ihr sozusagen auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze sozusagen selber zu kaufen, wenn ihr jetzt kein Besitzer von einer Constellation Phoenix seid, was ja vermutlich nicht so viele sein werden, denn die Constellation Phoenix ist ja auch sehr limitiert und ist ja ein Liebhaberschiff sozusagen, wenn man so will. Und wenn ihr den also aber trotzdem cool findet, dann könnt ihr den euch jetzt hier an der Stelle besorgen. Und auch hier gibt es das natürlich wieder in Paketen und es gibt natürlich auch wieder extra Paints dazu, die man da drauf packen kann. Ja, die Paints natürlich auch für die Leute interessant, die wirklich auch eine Constellation Phoenix haben und sich sozusagen jetzt einfach noch extra die Paints dazu kaufen wollen, zu dem Rover, der automatisch mitgeliefert wird. Auch die Phoenix gibt es natürlich jetzt aktuell entsprechend mit dem neuen Rover. Allerdings glaube ich, ja, momentan ist die ausverkauft. Da muss man also drauf achten, wann sie vielleicht nochmal verkauft wird an der Stelle. Genau, so, und dann haben wir noch den Tumble Storm, auch hier mit seiner festen Konzeptseite jetzt. Wie gesagt, das ist ein Fahrzeug, was noch im Konzeptstadium ist. Das bedeutet, wenn ihr das jetzt kauft, dann werdet ihr es erst dann bekommen, wenn es eben fertiggestellt wurde. Momentan, haben wir gelernt im Video, ist der Tumble Storm in der Greybox-Phase, am Ende der Greybox-Phase, was also darauf hinweist, dass wenn sie jetzt nicht groß andere Dinge priorisieren, dass dann der Tumble Storm relativ bald fertig sein wird. Wenn sie also so fortschreiten wie sonst, dann kann man also sagen, dass der Storm dieses Jahr noch kommen wird.
Wenn sie allerdings natürlich was anderes dazwischen schieben oder wenn sie auch sagen, hier, wir pausieren die Entwicklung, weil wir die Entwickler woanders brauchen, an einer anderen Stelle, dann wird er es nicht mehr. Das ist ja klar. Also es kann sich immer noch ändern. Ende der Greybox-Phase heißt noch nicht fertig. Das bedeutet, da kommen noch zwei Phasen dahinter. Und dann gucken wir mal, ob es wirklich noch schafft, aber bedeutet schon, dass sie soweit schon sind, dass im Endeffekt sie mit der Zielgerade anfangen könnten. Und das bedeutet auch, dass es vermutlich relativ schnell gehen könnte, bis er hier ist. Ja, das Ganze eben jetzt hier erwerbbar, sowohl in der Warbond-Version als auch eben als Upgrade oder eben als Version für Store Credits. Auch hier wieder die gleiche Versicherungsdauer mit der Warbond-Version als klassischer Concept Sale mit Lifetime Insurance und das Ganze hier ansonsten mit ILW Insurance, das heißt in Invictus Flight Week, Invictus Launch Week Insurance, und das bindet dann immerhin auch 10 Jahre. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, dann denken, ist noch ein Konzept. Das bedeutet also hier nicht erwarten, dass ihr es dann auch gleich im Hangar habt, wenn ihr den erwerbt. Gut, ja, so viel dazu. Und das ist auf jeden Fall die gesamte Palette der Ship News, die wir jetzt aktuell auch im Sale haben, wo man jetzt sagen kann, das sind die neuen. Ansonsten, alles, was auf der Messe unterwegs war und dort sozusagen auch ausgestellt wurde, ist aktuell im Sale verfügbar. Das heißt, da könnt ihr natürlich auch nochmal einen Blick drauf werfen, wenn ihr das gerne möchtet, wenn ihr sowieso noch scharf seid auf ein bestimmtes Schiff oder ein bestimmtes Fahrzeug. Wir kommen jetzt zu unserer Patreon Priority Question. Das sind die Fragen, die uns unsere Tier 2 und höher Patreon Supporter stellen können und wo wir immer dafür sorgen, dass sie möglichst schnell und priorisiert persönlich beantwortet werden. Und wenn sie dann eine bestimmte Relevanz auch für die Community haben, dann nehmen wir sie auch gerne mit in den SCP-Verse Report. Und so auch diese Frage, denn sie wurde mir jetzt mehrfach gestellt und auch unter anderem von unseren Patreons eben. Und da wurde gefragt, wenn ich jetzt ein Schiff habe, wie zum Beispiel so eine Constellation Phoenix oder eben ein anderes, was Begleitfahrzeuge dabei hat, eine Carrack oder auch eine normale Constellation oder so. Diese Begleitfahrzeuge sind aber nicht gelistet in diesem Paket. Man weiß, sie sind dabei und man kriegt sie halt, aber sie stehen zum Beispiel nicht explizit drin. Wenn ich da jetzt ein Upgrade drauf mache, behalte ich diese Begleitfahrzeuge dann oder wird das Ganze ersetzt und ich bin auch die Begleitfahrzeuge los? Und dazu kann ich recht eindeutig und mit absoluter Sicherheit sagen, in dem Moment, wo ihr ein Upgrade auf ein Schiff macht, was auch Begleitfahrzeuge mitliefert oder sonstige Inhalte hat, wird dieses Schiff durch das neue Upgrade ersetzt. Und zwar vollständig. Das bedeutet, wenn ihr eine Constellation habt mit einem Ursa Rover und einer Merlin und ihr ersetzt diese Constellation, macht da ein Upgrade drauf zu einem anderen, teureren Schiff, dann verschwindet sowohl die Constellation als auch der Ursa Rover als auch die Merlin. Alles weg. Das bedeutet, die geht weg und dafür habt ihr eben euer upgradetes Schiff, was auch immer das dann sein mag. Und da dann natürlich im Zweifel auch eure Begleitfahrzeuge und ähnliches dabei. Ne? Das bedeutet, wenn ihr eure Constellation eben durch, sagen wir mal, eine 890 Jump ersetzt, wo eine Origin 85X dabei ist, dann würden eben die einen Begleitfahrzeuge und Schiffe durch das andere ersetzt werden. Anders ist es natürlich, wenn ihr die separat gekauft habt. Das kann natürlich auch nochmal extra sein, dass man sagt, okay, den Lynx Rover finde ich aber jetzt so geil, den möchte ich aber dann doch bitte behalten. Und dann muss man ihn sich sozusagen separat besorgen, wenn man dann die Phoenix upgradet zum Beispiel und zu was anderem macht. Auch so, wenn ihr die Fahrzeuge einschmelzt zum Beispiel. Da ist es so, wenn ihr das Fahrzeug dann, wenn ihr also die Schiffe einschmelzt, ne? Ihr schmelzt ein Schiff ein, wo ein Begleitfahrzeug dabei ist, auch das Begleitfahrzeug ist weg. Aber wenn ihr das dann aus dem Buyback zurückholt und entsprechend wieder mit in euren Account aufnehmt und sozusagen zurückkauft, dann kommt auch das Begleitfahrzeug wieder. Ne? Also die beiden Sachen sind einfach komplett miteinander verknüpft. Bedeutet also auf diese Art und Weise, sagen wir mal, sehr genau und sagen wir mal sehr exakt, wenn man an dieser Stelle dann die Fahrzeuge sozusagen wirklich separat haben möchte, dann muss man sie auch wirklich separat kaufen. Ansonsten sind sie immer mit dem Package verknüpft und das bedeutet eben natürlich auch, dass es an der Stelle sehr, sehr schwierig wird, das Ganze zu behalten, wenn man da eben sowieso ein Upgrade drauf machen möchte. Ja, kam öfter mal die Frage und dementsprechend freue ich mich, wenn ich sie jetzt nochmal allgemein beantworten konnte. Und ich bedanke mich ganz herzlich natürlich an der Stelle bei unseren Patrons und bei allen Unterstützern. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Support, gerade jetzt in so einer Zeit, wo es bei mir auch darum geht, wieder das
das ganze Setup ein bisschen abzugraden und zu gucken, dass man wieder ein bisschen investiert. Gerade jetzt, wo es ums neue Büro geht, ist das eine sehr, sehr wichtige Unterstützung, denn tatsächlich auch von solchen Sachen finanzieren wir das Ganze sowie auch die ganzen laufenden Kosten. Vielen herzlichen Dank dafür und wir freuen uns über alle, die da neu dazukommen. Ja, und von dort aus gehen wir jetzt in unsere Program Preview und an der Stelle kann ich sagen, wir wollen auf jeden Fall noch die Videos produzieren zu der Mirai Fury in ihren Versionen und natürlich auch zum Storm. Im Endeffekt dann wahrscheinlich in Kombination mit dem Lynx Rover. Ich habe es einmal schon probiert, das Video zu produzieren alleine, aber das hat nicht funktioniert, weil das Spiel nicht wollte. Und ich hatte keine Möglichkeit, das nochmal zu wiederholen. Also ich habe schon mal zumindest probiert, ein Video aufzunehmen, das erstmal vorzustellen, aber es ging einfach nicht, weil der Patch nicht wollte. Also wir müssen jetzt mal gucken, dass wir zusammenkommen und vor allem, dass das Spiel dann jetzt, glaube ich, in den letzten Tagen sollte es gehen. Letztes Wochenende war das noch so ein bisschen schwierig, aber jetzt, dass das Spiel mitspielt, damit wir auch wirklich eine Aufnahme zusammenkriegen. Aber die sollen auf jeden Fall noch kommen. Für die Leute, die sich gefragt haben, wo unsere Videos bleiben, ja, es ging gerade einfach nicht. Ich konnte das, also das an dem Zeitpunkt, wo ich Zeit hatte, zu produzieren, wollte das Spiel einfach nicht so, wie es so wie ich will und dann konnte ich auch kein Video draus machen. Also insofern gucken wir mal, dass das jetzt die Tage nachgeholt wird, aber wir wollen es auf jeden Fall sehr gerne machen und dementsprechend soll es auch passieren. Ja, und dann haben wir natürlich wieder noch Streams und zwar einmal am Sonntag, den 28.05. wird Sudo wieder mit der Crew ins Let's Play gehen. Die Zeit steht noch nicht so ganz fest, in der Regel macht er das ja so gegen 16 Uhr, aber da er am Sonntag erst wiederkommt, weiß er noch nicht so ganz genau, wann es sein wird. Das heißt, wer Lust und Zeit hat, sich dafür darüber zu informieren. Einfach bei uns auf dem Discord lesen. Er schreibt dann da am Sonntag rein, wann es losgeht und dann geht es auf jeden Fall am Nachmittag ins Verse. Und dann haben wir auf jeden Fall am 2.6., das ist dann der Freitag, der kommende, wieder ab 18 Uhr den SCB Verse Report, dann wieder in gewohnter Länge und dann auch wieder mit Q&A Talkrunde. Da freue ich mich sehr, wenn ihr daran teilnehmt und einfach mal dabei seid, wenn ich so einen Report hier dann live aufnehme. Und es kann sein, dass ich es noch schaffe, das jetzt einfach unter Klammern und in Fragezeichen, ein Finale von der Invictus Launch Week zu machen am 30. Das wäre dann kommenden Dienstag abends einfach ein Let's Play. Das möchte ich an der Stelle einfach nur mal vorausschicken, aber da müsst ihr dann wirklich auf den Discord achten, ob ich das dann machen kann oder nicht. Hängt, wie gesagt, gerade von ein paar verschiedenen Faktoren ab. Aber ich hätte Lust darauf und würde eigentlich das ganz schön finden, wenn wir die Invictus Week da auf diese Art nochmal gemeinsam beschließen könnten. Gucken wir mal. Es ist auf jeden Fall ein guter Vorsatz und ich hoffe, dass ich ihn natürlich halten und durchziehen kann. Ja, ansonsten auf jeden Fall einen ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sind jetzt mit dieser Sendung hier durch und ich hoffe, es war ein Feuerwerk an Informationen für euch, beziehungsweise ihr habt alles nochmal gehört und aufgearbeitet gekriegt, was jetzt gerade so passiert ist. Wir bleiben natürlich dran, mal gucken. Wir wissen nicht, ob vielleicht die anderen Hersteller auch noch irgendwas releasen. Bisher sind es diese drei Releases, wobei zwei neue Dinge und ein ja schon seit langer Zeit bekanntes Fahrzeug kamen. Mal gucken, ob jetzt noch mehr kommt. Wir haben ja noch ein paar Hersteller, die irgendwas machen könnten. Allerdings gehe ich mal persönlich davon aus, dass es das jetzt an Neuigkeiten erstmal groß gewesen ist. Aber sag niemals nie, RSI war schon immer mal für eine Überraschung gut und wenn, dann sagen wir es euch natürlich hier an der Stelle so schnell, wie es irgendwie möglich ist. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke für eure Kommentare. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr die Episode hier liked und natürlich auch teilt. Und selbstverständlich freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr uns ein Abo dalasst und uns dementsprechend hier weiter verfolgt. Denn denkt dran, dieses kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr auch wirklich eine Benachrichtigung über unsere neuen Videos bekommt. Und ansonsten verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal mit einem See you on the Flight Deck. So, ja.